So, hi Leute, das ist Sano hier. Willkommen auf dem PTS mit den, mit dem neuen Zeug, was wir in der Season 1 im Jahr 6 bekommen. Ich werde euch die Sachen zeigen. Man kriegt, wenn man einen neuen Charakter erstellt, kriegt man immer den ganzen Kram direkt ins Inventar. Und da werden wir drauf eingehen jetzt. Und erstmal, bevor wir starten, ganz, ganz dickes Dankeschön an Screwholic, auf dem Account, ich mich befinde und wo ich ein bisschen rumwerkeln kann, weil er dadurch, dass er auf PC spielt, hat er und er schon etliche Stunden drin hat, mit genug Erfahrung hat er da genug Zeug mit drauf. Das heißt, ich konnte mich da austoben, kann Zeug rüber schaffen und gucken, machen, tun. Und deswegen ist das hier eine sehr, sehr coole Sache, die ohne ihn so nicht möglich wäre. Vielen Dank dafür. So, fangen wir an direkt eigentlich mit dem Besten, was das neue Update zu bieten hat. Und das ist hier das Gearset. Breaking Point, das Ponders Backpack, hier ist der Rucksack. Zwei Teile davon geben Gewehrschaden, 25% und 25% Scharfschützengewehrschaden. Drei Teile, 30% Kopfschussschaden und 15% Waffenhandling. Vier Teile, passt auf, wenn man den Gegner trifft, bekommt man einen Stack, einen Stapel, je nachdem, wie groß das Magazin ist. Ich muss euch gleich am Schießstand erklären, wie das Ganze funktioniert, weil da kann man, man muss den Spielstil wieder ein bisschen zelebrieren und sich eintrichtern, damit man das Maximale da rausholt. Also die ersten Theorien haben es schon bestätigt, dass je mehr Schuss im Magazin sind, desto mehr Damage kann man aus diesen Stacks und aus diesem Gearset rausholen und Waffenhandling. Deswegen, ja, werden wir uns das gleich schön anschauen. Ja, ich erkläre es euch am besten während dem Ballern. So, der Rucksack erhöht den Bonus, den wir bekommen beim Nachladen. Ne? Also erst wenn die Stacks aufgebaut und wenn man nachlädt, dann bekommt man diese Stacks. Die werden dann umgewandelt in Waffenhandling und in Damage. Und der Rucksack erhöht den Prozentschaden, den man bekommt, von 2 auf 3%. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. So, ihr seht hier, ich habe einfach mal, ich auf PC ist immer so eine Sache, erstmal dran gewöhnen. Ich habe mal hier die üblichen Verdächtigen, beziehungsweise die besten und am meistgespieltesten Gewehre genommen, die wir im Spiel haben. Das ist die MK17 in der Variante Ewiger Blick. 23 Schuss im Magazin, warum zeige ich euch gleich. Die Bakers Dutzend, die spielen auch sehr, sehr viele. Das war früher absolute Meta mit dem perfekten Glückstreffer. Und dann haben wir hier die Waffe, worauf ich mich in Verbindung mit dem Set am meisten freue, die M1A Close Quarter Battle. Also die wirklich für einen Nahkampf ist. Die ich persönlich sogar mehr gespielt habe als die M1A Classic, die auch sehr, sehr gut ist. Ja, also da macht ihr kaum was falsch. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Wir werden, wie gesagt, ich zeige euch das Ganze mal mit der M1A CQB, mit der Bakers Dutzend, was gerade eine M1A Classic Variante ist, und halt mit der Ewiger Blick. Also MK17, M1A Classic und die CQB. So, pass auf. Wir haben hier, wie gesagt, befinden wir uns auf. Ich bin so ein Lursch. So, pass auf. Wir haben 23 Schuss im Magazin. Wenn ich jetzt den Gegner anvisiere und ballere, dann seht ihr, dass unten sich ein Stapel aufbaut. Wenn ich allerdings jetzt, wir schießen noch ein paar Mal und wir hatten jetzt noch 16 Schuss im Magazin. Ihr wisst, wie das ist, so in der Hitze des Gefechts, und die meisten spielen so, dass, wenn sie den Gegner dann down haben, dann direkt nachladen. So, Problem ist, wenn du jetzt mit dem Gearset, wenn du nachlädst, bekommst du diesen Buff. Das heißt, wenn ich jetzt schieße, baue ich ihn nicht weiter auf. Seht ihr das? Profitiere dann aber halt von dem Waffenhandling und von dem mehr Damage, den wir bekommen. So, jetzt seht ihr, dass unten die Zeit abläuft, und erst wenn diese Zeit abgelaufen ist, können wir die Stacks wieder neu aufbauen. So. So, zusätzlich hat es noch eine Mechanik, wenn ihr die Waffe wechselt, dass die Waffe nachgeladen wird. Pass auf, ihr seht da, wir schießen, der Bonus, wir laden nach, der Bonus ist aktiv, wir sind beide, haben den Bonus jetzt. Und wenn ich jetzt die Waffe wechsle,
dann ist der Bonus komplett weg und wir können hier wieder von neu aufbauen. Das heißt, wenn man das ein bisschen... Ah, ich muss mit dem Mausrad, ich gehe lieber bei 1 oder 2. So, geht hier mit Ballern drauf. X bauen sich auf. Laden nach. Haben den Bonus. Da. So. Wechseln dann rüber auf die andere Waffe. Der Bonus ist weg und wir können mit der Waffe wieder aufbauen. So, ihr solltet halt schauen. Ihr seht, wir haben noch 4 Schuss. Die Anzeige unten, die wird immer voll sein, wenn ihr euer Magazin komplett leer geschossen habt. Ne? Das ist quasi die Anzeige für eure maximal mögliche Anzahl an mehr Damage und an mehr Waffenhandling. So, zack, volle Stacks. Und jetzt, ihr seht, die MK17 ist eine, die schießt mega schnell. Durch das gute Waffenhandling. Der Papa nimmt mit dem Controller. Zack, 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 da muss ich ja nichts machen. Das ist schon nice, also das macht wirklich schon Spaß, ne? So, jetzt gehen wir mal rüber auf die M1A. Eh sehr stark, eh ein schönes Wäffchen. Also definitiv eine coole Sache. Gehen wir mal kurz auf... Ah, die Diamantklappschlange probieren wir gleich auch. Gehen wir mal kurz wechseln hier. Nehmen die M1A CQB. So, mit mein absolutes Lieblingsgewehr. Ne? 15 Schuss drin und ihr wisst, wir haben, sprechen wir das kurz an, das neue Set, das neue Brandset. Zviadovka SP-SU. Was ein Name. Das hat mit einem Teil 15% Magazingröße. Was ziemlich cool ist. Wenn man hier die neuen Handschuhe von dem Set spielt, hier Griff des Adlers, hat man, das ist einzigartig für die benannten Handschuhe hier, bekommt man 15% Waffenhandling. Plus einen Teil, das man trägt, 15% Magazingröße. Ist natürlich eine ziemlich coole Kombi eigentlich. So, schauen wir mal kurz hier. Ihr seht, wie schnell die Baller, das ist absolut geil, ne? So. Ah, die CQB ist einfach mit der beste Weg, dazu spielen. Das ist einfach brutal. Wenn du dann auch mit Ninja Bike hier Bratzos mit dabei hast und kriegst nochmal 50% mehr, mehr Munition rein in die Waffe, dann bekommst du den Damage und alles andere noch höher, ne? Das ist jetzt nur ein bisschen komisch. Ich konnte 16 Schuss. Pass auf. Ah, jetzt stimmt's wieder. Jetzt kann ich nicht höher gehen. Genau 16 Schuss. So viel dazu. Die Brust, wie gesagt, wenn man die mit anzieht, die lässt den Bonus des Point of No Returns, erhöht den von 10 Sekunden auf 15 Sekunden. Ja, also quasi den Damage-Bonus. So, dann gehen wir noch auf den Rest ein, den wir hier haben. Hier sind die Knieschoner. Lass mal außen vor. Dann, wie gesagt, die Handschuhe, die hat man schon angesprochen. Wenn die restlichen Werte stimmen, ist das hier tatsächlich eine gute Variante. Man muss aber halt gucken, ich würde hier tatsächlich irgendwie ein bisschen anders bauen. Vielleicht das neue Set davon, die Maske an oder die Handschuhe an und dann eine Maske hier von dem Breaking Point Set. Und dann hier noch die Gebet des Fuchses Knieschoner, weil die würden halt absolut Sinn machen, ne, bei dem Gewehrbild. Deswegen, also, da lässt sich ein bisschen was bauen, auch in Bezug auf den Ninja Bike. Da haben wir schon ein paar Ideen. Das ist ganz cool. Ansonsten, genau, war hier der Biber. So, wie gesagt, perfekt verschanzt. Ist ihre Rüstung unter 30% gesunken, reparieren Kopfschüsse aus der Deckung 30% ihrer Rüstung bei einem Cooldown von 2 Sekunden. Das ist eigentlich ganz cool. Bin mal gespannt. Lässt sich bestimmt ein bisschen was mit basteln. So, gehen wir noch kurz auf die neue Pumpe, hier ist die neue Pumpe. Hier optisch, wenn die so bleibt, ja, die sieht ganz cool aus. Aber ja, das Talent, Gegner anzuschießen, um deren Movement Speed, die Bewegungsgeschwindigkeit zu reduzieren. Keine Ahnung, ob das wirklich, also im PvE brauchst du das gar nicht. In dem PvP, das müssen unsere PvPler testen und auseinandernehmen und sagen, was sie davon halten. Also, Moment, würde ich sagen, beide Exos, ja, leider nicht ganz so doll. So, aber wir haben hier die Like Glue und die
Dorn. Beide mit dem neuen Talent Brazen. Ja, also quasi verstärkter Damage, 1% verstärkter Damage pro Schuss, der mit der Waffe abgefeuert wird, der jedes Pellet, was den Gegner trifft. Mindestens 4 Pellets müssen treffen. So, eigentlich ganz cool. Die Spaß hat einen recht krassen Grundschaden sowieso. Ihr seht, dass unten der Buff jetzt aktiv ist. Ne? Seht ihr den direkt? 4 Pellets. Wenn ich jetzt daneben schieße, zack, verschwindet es sofort. Na eben, ah, guck mal hier. So. Oh, das könnte mit der Spaß, hey, echt Spaß, Mann. Also da bin ich gespannt. Hat auf jeden Fall durchaus Potenzial hier. Das. Die Super 90 eh eine sehr gute Pumpe, wie ich finde. Die Spaß zu spielen macht. Die richtig abgeht beim Dauerfeuer. Aber hier muss man halt gucken, bei beiden, dass man die Nachladegeschwindigkeit unter Kontrolle bekommt. Und ansonsten... Ja, echt nice. Und wie gesagt, ne, alles, was ihr hier seht, seht ihr in dem Set, was sich um die Gewehre dreht. Da ist entsprechend für die Pumpe gebaut. Ja, kann natürlich schon lustig werden. Definitiv. Ja, Leute, und das waren so die wichtigsten Sachen für mich persönlich, finde ich, von dem nächsten Update. Ich hoffe, dass es das noch nicht war, dass da noch ein bisschen was kommt. Weil, was ein bisschen darauf hoffen lässt, sind einfach die 8 Wochen bevor die Season, also wir befinden uns noch in der aktuellen Season. Das Finale kommt jetzt erst kommende Woche. Und dann haben wir noch 6-7 Wochen an Global Events. Bis das komplett beendet ist und die neue Season kommt, warum dürfen wir das jetzt schon testen, wenn da nicht noch irgendwas kommt? Ich würde hoffen, ich fände es schön. Ansonsten wird das Ganze hier eine Übergangsseason, was ein bisschen unsere Nerven strapazieren wird. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr haltet von dem Gear hier, generell von der Season. Was meint ihr in Bezug auf diese 8 Wochen, die wir jetzt noch haben? Ob da eventuell noch irgendwas kommt? Glaubt ihr an irgendwas? Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den Support und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.